schon so lange nicht mehr gesehen. Wie geht's denn immer so? Grüezi, wer sind Sie? Ja, sag nur, dass du deine alte Grosstante nicht mehr kennst, die dich unter Schmerzen gegeben hat, die dich als kleines Baby immer gehütet hat. Grosstante? Mag mich nicht erinnern. Schau dich doch an, du bist doch mir präzise aus dem Gesicht geschnitten. Das erstaunt mich, weil ich ja gar nicht gewusst, dass ich eine Grosstante habe. Willst du mir jetzt aber nicht sagen, dass ich dich doch anlüge, oder? Nein, nein, schon nicht. Ich habe nur nicht gewusst, dass... Wir müssen uns einfach in nächster Zeit wieder ein bisschen mehr sehen. Wir treffen uns ja sowieso in den nächsten Wochen, wenn ich dir das Geld wieder zurückbringe. Welches Geld? Jesus, habe ich dir das noch gar nicht erzählt. Ich muss doch den Doktor zahlen nach meiner schweren Operation. Was für eine Operation? Eine Abtreibung. Und an wen soll ich mich dann wenden, wenn nicht an meinen lieben Enkel Roland? Also Sie wollen, oder du willst, dass ich dir Geld gebe? Ja, du bist meine einzige Hoffnung. Ich habe 5000 Franken. Ja, erstens habe ich gar nicht so viel da. 2000? Oder vielleicht 500? Und du bist wirklich meine Grosstante? Das will ich dir doch sagen. Wie viel hast du denn jetzt gerade, Peter? Ja, also, 100 Franken. Wenn dir deine alte, kranke Grosstante nicht mehr wert ist, aber trotzdem vielen Dank, du kommst es ja wieder zurück, über, gell? So, und wie willst du mir das zurückzahlen? Ich habe eine größere Summe in Aussicht. Aber ich komme erst nächste Woche an die Millionen an. Die sind im Moment noch auf einer Bank in Nigeria. Also, ciao, Roman. Roger, ist ja gleich. Schockierend eigentlich.